Hallo Leute! In diesem Video geht es um eine streunende Katze, die gerettet wird und sich einen Weg ins normale Leben zurückerkämpft. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Katzen sind treue Gefährten, die sich aufgrund ihrer charakterlichen Eigenheiten noch tiefer in Familien integrieren als andere Haustiere. Doch auch diese liebesbedürftigen Tiere finden sich oft unfreiwillig in Freiheit wieder. Wobei Freiheit in diesem Fall bedeutet, sich in lärmenden und stinkenden Straßen und Hinterhöfen herumzutreiben, aus Mülleimern zu fressen und ständig auf der Hut vor Fahrzeugen und unliebsamen Menschen zu sein. Als die tierliebende Marie-Yves von ihrer Wohnung in Montreal aus eine verwahrloste Katze auf der Straße entdeckte, wusste sie sofort, dass sie ihr helfen musste. Der Streuner sah verfilzt aus, war voller Schmutz und schien sogar Schmerzen zu haben. Die Traurigkeit in seinen Augen brach der Kanadierin das Herz. Die durch das harte Leben als Streuner geschärften Instinkte des Katers machten es nicht einfach, ihn einzufangen. Doch als sie ihn schließlich erwischte, glaubte sie, einen Seufzer der Erleichterung wahrzunehmen. Marie-Yves versuchte, den zerschundenen Kater in einem Tierheim unterzubringen. Doch diese waren zu dem Zeitpunkt alle überfüllt. Also beschloss sie kurzerhand, ihn selbst zu einem Tierarzt zu bringen. Die Retterin brachte das Tier zum Chantons Orphelins Montreal, einem Verband zur Rettung verwaister Katzen. Dort erklärte man sich bereit, das Findelkind zu pflegen und medizinische Hilfe zu leisten. Der etwa vierjährige Kater, der den Namen Marcel bekam, war sehr nervös und schüchtern in der Klinik. Er hielt seinen Kopf geduckt und vermied direkten Augenkontakt, bis Lilly, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Rettungszentrums, sich mit ihm beschäftigte und ihn mit nach Hause nahm, um ihn dort zu hegen und zu pflegen. Innerhalb kurzer Zeit wurde aus dem scheuen, ängstlichen Kater, der sein Gesicht versteckte, einem Schoß der Ziehmutter liegendes Schmusekätzchen. Mit seinen 7 Kilogramm Körpergewicht ist Marcel mittlerweile ein stattliches Exemplar. Und doch ist er im Herzen ein typisches Kätzchen geblieben. Verschmust und liebebedürftig. In der darauffolgenden Zeit blühte Marcel richtig auf. Er entwickelte Vertrauen und zeigte Liebe, als hätte es sein altes Leben nie gegeben. Wenn Mama nach Hause kam, stand er schon bereit und forderte seine Dosis Aufmerksamkeit und natürlich die obligatorischen Streicheleinheiten. 2 Monate nach seiner Rettung hieß es Abschied nehmen von der Ziehmama. Auch Lilly fiel es nicht leicht, sich von dem inzwischen so verschmusten Kater zu trennen. Doch sie hatte sehr darauf geachtet, dass das neue Zuhause, in das Marcel gegeben wurde, ein geeignetes und liebevolles Umfeld für ihn darstellte. Die Traurigkeit in seinen Augen war gänzlich verschwunden. Stattdessen zeigt sein Blick jetzt Lebensfreude und Hoffnung auf ein mit Liebe erfülltes Leben. Und genau das hat Marcel auch verdient. Was würdest du machen, wenn du ein verwahrlostes Kätzchen auf der Straße finden würdest? Wärst du bereit zu helfen? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.